jedes Jahr 20 Millionen Euro. Mit diesem Geld will die Europäische Union Bosnien-Herzegowina helfen, damit das Land die Migrationskrise in den Griff bekommt. Doch trotz dieser Millionensummen hausen weiterhin hunderte Migranten in Ruinen, so wie hier im westbosnischen Bihać. Die lokalen Behörden weigern sich strikt, eine voll ausgestattete Notunterkunft, die von heute auf morgen 2000 Migranten beherbergen könnte, wieder zu eröffnen. Anoush kommt aus dem Iran, wo er politisch verfolgt wird. Ich habe meine Reise vor 3 Jahren begonnen. Die Grenze nach Europa ist geschlossen. Was kann ich tun? Vielleicht helfen mir Freunde, Schmuggler. Ich werde Geld zahlen. Kernproblem ist der Kompetenzwirrwarr in Bosnien-Herzegowina. Entscheidungen der Zentralregierung werden von lokalen Gebietskörperschaften blockiert und einige Regionen verweigern rundweg die Notunterbringung von Migranten. In den Ruinen hilft die Internationale Organisation für Migration. Die Lage ist katastrophal. Wir stehen hier vor einer schweren humanitären Krise. Die Europäische Union hat den diplomatischen Druck auf Politiker in Bosnien-Herzegowina erhöht. Es muss verhindert werden, dass Menschen erfrieren. Hier in diesem früheren Altenheim, jetzt eine Ruine, hausen 120 Migranten. In der Stadt Bihać leben etwa 600 obdachlose Migranten. Und in der gesamten Region wird die Zahl der Menschen ohne Unterkunft im Kalten auf etwa 2000 geschätzt. Hier gibt es keinen Strom, kein Wasser und die sanitären Verhältnisse sind haarsträubend. Zumindest haben diese Menschen etwas zu essen. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union leisten Nahrungsmittelnothilfe. And this provided by the United Nations and the European Union. Hans von der Brelie, Bosnien-Herzegowina, Euronews. Unsere Sondersendung zum Thema wird heute Abend ausgestrahlt. Unreported Europe bei Euronews.